Haben Sie eine gesundheitsspezifische Frage und möchten zeitsparende Antworten, ohne stundenlang zu recherchieren? Stellen Sie Ihre Frage an Kai Sana. Sie generiert für Sie fundierte Ansätze und präzise Videovorschläge. Hallo, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu der Sendung Die unsichtbare Welt. Heute mit dem Thema Streit entsteht nie aus unseren erwachsenen Anteilen, sondern es sind die verletzten inneren Kinder in uns, die in Streit geraten. Möge diese Sendung dazu beitragen, dass wir mehr Frieden in unserem Alltag erfahren. Streit entsteht nie aus unseren erwachsenen Anteilen, sondern es sind die verletzten inneren Kinder in uns, die in Streit geraten. Streit lohnt sich wahrlich selten bzw. nie, gerade wenn es um das Zwischenmenschliche geht. Streit im Sinne von Rechtsstreit ist ja nochmal was anderes. Gerade die Streitigkeiten, das unverstanden werden, nicht gemocht werden, schafft uns ja im Alltag auch ganz, ganz besonders zu schaffen. Sei es in der Familie, im Freundeskreis, im beruflichen Umfeld. Grundsätzlich empfehle ich, alles, was mit emotionalem Schmerz zu tun hat, zu hinterfragen. Denn dies hat überwiegend mit dem verletzten inneren Kind zu tun und nicht mit unserer Seelenreife. Und alles, was mit unserem verletzten inneren Kind zu tun hat, ist also höchst subjektiv und entspricht nicht objektiven Wahrheit. So entstehen eben meistens die Missverständnisse, bewusste falsche Erwartungen wie auch unbewusste Erwartungen. All dies führt diese Unbewusstheit zu Spannungen, zum Druck, zum Überdruck und irgendwann leidet die Qualität unserer Beziehung zu uns selbst darunter, weil wir uns selbstständig unter Druck setzen und damit Stress erzeugen, wie auch die Qualität leidet in unseren Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Auch die Qualität leidet zu unserer Beziehung zu der Welt und zu der göttlichen Verbindung. Das heißt, wenn ich mich beispielsweise verletzt, unverstanden, irritiert fühle, reflektiere ich das. Ich verfalle nicht, gerade durch diese Beobachterrolle, in diesen toxischen Dreieck, über den wir schon bei der letzten Sendung gesprochen haben, des Opferbewusstseins, Täterbewusstseins oder Retterbewusstseins, sondern schaue, wo ist ein Schmerz, eine offene seelische Wunde, und jetzt ist eine Chance da, gerade in dieser Lebenssituation, diese zu erkennen, zu verstehen, mich zu versöhnen, ins Vertrauen zu gehen, Mut, es anders zu machen, Altes loszulassen und in einer neuen, liebevollen Selbststärke zu erwachen. Das ist spirituelle Persönlichkeitsentwicklung, wie ich auch in meinem Online-Kurs zum kosmogetischen Life-Coach lehre. Spiritualität ist ein sehr intensiver Bewusstseinsprozess, der viel spirituelles Lebenswissen, große Seelenweisheit und auch Lebenserfahrung benötigt.
Deshalb sollte man stets weiter lernen. Und deshalb schreibe ich so viele Bücher wie mein Buch Seelen hören. Wenn mich ein emotionaler Schmerz erwischt, was ja total natürlich ist und normal, hinterfrage ich die Wurzel der Angst. Ist dieses Empfinden jetzt wirklich berechtigt? Indem ich schaue, was würde im schlimmsten Falle passieren? Würde ich diesen schlimmsten Fall überleben? Dann brauche ich, wenn ja, keine Angst vor der Angst zu haben. Dann entsteht ein gesunder Abstand, gesunde Abgrenzung und es wird objektiver, die Situation und meine Betrachtung. Denn es gibt ja auch eine gesunde Angst, nämlich Ängste, die alle Alarmglocken zum Läuten bringen, damit wir gut um unser Überleben sorgen und nicht vor das nächste Auto laufen oder in der Steinzeit dem nächsten Löwen ins Maul. Und doch diese natürlichen und gesunden Ängste, sie machen uns eher weniger zu schaffen, sie schärfen unseren Blick auf die Lösungen und machen uns noch innovativer, kreativer, spontaner, wacher. Das, was uns eher zu schaffen macht, ist dieses Subjektive, diese ungesunden Ängste wie vor Einsamkeit, vor Verlust, vor nicht gemocht werden, benachteiligt werden. All diese Gefühle sind total nachvollziehbar und normal. Wir dürfen sie fühlen, sie dürfen unsere Achtsamkeit erhöhen, nur wir sollten es nicht zulassen, dass wir darunter leiden. Denn dieses Leiden kommt immer aus dem verletzten inneren Kind heraus, aus der Programmierung heraus, in der Zeit, in frühkindlicher Erfahrung, in welcher wir auf Gedeih und Verderb, auf unsere Eltern beispielsweise angewiesen waren und vielleicht durch ihre Überforderung nicht den Schutz oder Geborgenheit erleben konnten, die wir brauchen. Weil unsere Eltern ja auch nur Kinder ihrer Generation sind. Und so, und das ist nämlich die spirituelle Meisterschaft, stehen wir heute in der Aufgabe, die Liebe und Anerkennung uns selbst zu geben, die wir brauchen, durch spirituelle Praxis. Indem wir uns jeden Tag daran erinnern, unser emotionales Herz nach innen zu uns zu öffnen. Unsere göttliche Anbindung, die Fähigkeit zur Allliebe über die Fähigkeit der Selbstliebe kultivieren. An unseren inneren Wissensschatz herankommen, denn unser Herz kennt die Antworten. Indem wir jeden Tag uns die Herzensfragen beantworten, anstatt sie anstauen und überfordert sind irgendwann. Indem wir uns jeden Tag reflektieren und schauen, wie wertschätzen gehen wir um mit uns selbst und dann mit anderen. Fühlen wir, dass wir liebevoll, liebenswert und wunderschön sind als göttliche Seelen? Wenn ja, spüren wir durch unsere geistige Anbindung einen starken Rückgrat und damit durch unsere feine Sensibilität und Intuition die Führung der Engel und ihrer himmlischen Weisheit und können damit die Angst als eine Aufgabe und nicht als eine Strafe betrachten und uns dieser Herausforderung stellen. Weil dann stellen wir fest, wenn wir der Herausforderung nicht davonlaufen, dass diese Herausforderung uns in unserem Potenzial fördert.
Und damit machen wir in unserer spirituellen Entwicklung, persönlichen Entwicklung stets 10 Entwicklungsschritte nach vorne, lernen, gedeihen, haben Freude und nur einen Schritt zurück in die Wiederholungsmuster. Analysieren das wieder und machen aus der Seelenstärke heraus, die dabei entsteht, weitere Schritte nach vorne. Denn ein spiritueller Persönlichkeitsprozess ist kein Sprint, dass man zack etwas begriffen hat und spirituelles Ziel erreicht hat, sondern es ist ein Marathon, ein lebenslanger Prozess, der schön sanft, organisch aufwärts geht und dann ein Schrittchen zurück und dann wieder aufwärts. Und es gibt da nicht ein Ziel zu erreichen, wie völlig emotionsfrei sein, dann wären wir ja keine gesunden Menschen, sondern es geht darum, in unserer emotionalen Intelligenz, in eine Selbstkompetenz hineinzugehen, wie ich schon in den vorherigen Sendungen beschrieben habe, in einem wunderbaren Ich-Bin-Bewusstsein, sich mit dem Wir-Bewusstsein unserer wunderbaren Gesellschaft, Familie, Freunden verbunden zu fühlen und ein wertvoller Teil der Gesellschaft zu sein. Indem wir den Fokus stets auf die Liebe, ganz flexibel, spontan und kreativ lenken. Ich beobachte gerade in meiner Online-Ausbildung zum kosmogenischen Life-Coach, dass die Menschen oftmals die gleiche Wurzel des Unglücks haben, indem ihnen das Bewusstsein für sich selbst fehlt, für ihr Selbstwertgefühl, für ihre konkreten Werte. Zum Beispiel, indem die Menschen in unserem Austausch solche Aussagen tätigen, wie beispielsweise, erinnere ich mich, wozu die Frauen oftmals neigen, ich habe jetzt einen Partner, nun in meinem Alter, wo der Lack ab ist, es ist zwar nicht optimal, die Beziehung, aber ich muss ja froh sein, eine zu haben. In jedem dieser Worte ist eben, widerspiegelt sich Unbewusstheit, von der ich gerade gesprochen habe, und mangelnde Selbstwertschätzung. Denn in unserer Liebe sollten wir natürlich in jedem Lebensalter die wunderbarste Version unseres eigenen Selbst sein. Und unsere Selbstliebe sollte niemals von äußeren Faktoren oder kalendarischem Alter abhängen, sondern von einem tiefen Empfinden des Friedens, der Harmonie, der Güte uns selbst gegenüber. Dementsprechend ziehen wir dann auch in unser dieses Resonanzfeld Menschen, wie in diesem Falle Partner, an, die uns genau das, was wir ausstrahlen, nämlich das, was wir als Wahrheit fühlen, auch unbewusst bestätigen. Und deshalb sagt unser Umfeld natürlich in unserer emotionalen Intelligenz sehr viel über uns selbst aus. Und wir sollten stets daran interessiert sein, uns mit einem stärkenden Umfeld zu umgeben und selbst ein stärkender Teil der Gemeinschaft sein. Denn eine Partnerschaft kann einen hochpushen und helfen, unser göttliches Potenzial ausleben, über uns selbst hinauswachsen. Genauso kann sie auch toxisch sein, wenn wir dies entsprechend unseres Glaubenssystems zulassen. Und dafür dient ja spirituelle Entwicklung, nämlich hin in die Selbstliebe, in Selbstvertrauen zu gehen und damit auch ins Gottvertrauen, über die Beziehung zu uns selbst, in die Beziehung in unsere göttliche Natur zu gehen. Und so beobachte ich in unseren Gesprächen während meiner Online-Ausbildungen, dass
den Menschen oftmals fehlt durch ihre Unbewusstheit, auch ihre Fragen ganz klar zu formulieren. Und deshalb trainieren wir gut, nach innen zu lauschen, mentale Kraft zu schärfen und unseren Ausdruck zu fördern und ganz klare Fragen an sich, an das Leben, an den anderen zu formulieren, denn dann liefert das Leben auch ganz klare Antworten. Ohne klare Fragen gibt es keine klaren Antworten. Ohne klare Fragen gibt es keine klaren Lösungen. Und genauso wichtig ist es auch für ein friedvolles Miteinander, ohne zu streiten, dass wir unsere Bedürfnisse und Fragen und Wünsche stets in Ich-Form formulieren. Wie ich würde gerne mit dir mehr Zeit verbringen, anstatt du bist nie für mich da. Das Erste ist die Sprache eines Erwachsenen, der nicht streitet. Das Zweite ist die Sprache eines verletzten, bedürftigen inneren Kindes, der nur Öl ins Feuer gießt oder Salz auf die Wunde. Und damit ist das eben so wichtig, dass wir diese emotionale Intelligenz fördern und lernen, das Leben zu umarmen, anstatt zu werten in unseren Bedürftigkeiten, sondern einfach verstehen, jeder ist einfach anders durch seine unterschiedlichen Prägungen und durch seine frühkindliche Programmierungen, aber das hat nichts mit uns zu tun und ist somit auch kein Grund für den Streit. Und das ist der Grund, warum wir beim nächsten Thema uns mit folgendem Schwerpunkt beschäftigen. Eine gesunde Abgrenzung ist für die Entwicklung aller Beteiligten entscheidend. Also, sorge dich nicht. Liebe dich.